Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuto, beim Clan Bettaste. Und vorab natürlich ein frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, habt euch nicht daneben benommen oder überhoben oder was auch immer oder war zu betrunken. Also hier war das ganz, ganz chillig, muss ich sagen. Und ich bin ja noch über das Jahr hier in diesem Clan hier drin geblieben, beim Bettaste. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, wir haben am 30. noch ein Livestream hier aus diesem Clan gehabt und wir haben den Clan Krieg 144 zu 116 gewonnen und ich hatte mir auf den Zettel geschrieben, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Ist natürlich sehr, sehr schwierig. Alle Angriffe kann ich sicherlich nicht zeigen, aber ich verlinke euch in der Info oben nochmal einen Link zum Livestream. Da könnt ihr dann relativ viel sehen, muss ich sagen, denn wir haben dort auch schon relativ viel gesehen, haben letztendlich aber hier im RH8 und RH9er Bereich gut agiert, muss man sagen, denn die Neuner haben hier wirklich von unten nach oben hin so viel versucht wie möglich, so wie der Vernichter hier mit Rathaus 9 Maxed und kommt hier mit einer Truppe rein. Ja, jetzt muss ich selber mal gucken, ich glaube es war hier oben, wo er reinkommt, entgegen der Queen, dass die erstmal weg ist und ja, gucken wir mal weiter. Da hat er erstmal die Clanburg gelockt und jetzt geht das hier mit einem Golem, entschuldigt bitte, mit einem Golem in die Base hier rein, einfach nur um die Truppen auf den Golem zu lenken. Ich denke mal, so war das gedacht, denn der zieht erstmal alles auf sich, die Queen, die Hexen und mit Queen jetzt dahinter, den King, hier mit reingesetzt, war es sicherlich, ja, vielleicht war es Ziel, auch noch eine Luftabwehr zu erwischen, das glaube ich aber nicht. Ich denke mal, hier sollte einfach nur die CB weg und die Queen weg, denn mit seinen restlichen Truppen will er natürlich in die Mitte hier und gegen die beiden Single-Infernos vor allen Dingen. Ich meine, die Base ist jetzt nicht so hyperstark, Rathaus 10, aber es ist immerhin eine Base, die 3x-Bogen hat, die natürlich alle drei auf Boden stehen, wunderbar. Ne, einer steht, glaube ich, auf Luft. Oder täusche ich mich da? Ne, einer steht, ne, stehen alle drei auf Boden, in der Tat. Er ist aber sehr holprig heute. Und kommt hier aber schön mit den Loons rein und dann war das letztendlich am Ende hier mehr oder weniger ein Overkill bei dem Angriff hier vom Vernichter. Der ist allerdings jetzt auch schon wieder weg, ist glaube ich ein GML-Spieler. Also relativ viele waren ja in diesem 50er, oder nicht relativ viele, eigentlich waren es gar nicht so viele, geliehene Spieler, das heißt also Bekannte, die hier sicherlich schon mal den einen oder anderen Clankrieg mitgespielt haben und sind dementsprechend wieder in ihre Stammclans ausgewichen, aber auch aktuell spielen wir wieder ein 30er CK hier, finde ich natürlich super. Und man nimmt mich hier erstmal wieder mit. Das finde ich natürlich noch viel besser, denn ich bin ja noch ein bisschen hier, weil ich vor allen Dingen hier jetzt noch den Clankrieg so ein bisschen, hatte ich ja gesagt, wir machen den Stream und wir machen mindestens eine Folge, sodass wir noch ein paar schöne Kämpfe hier sehen. Gar keine Frage. Denn es waren auch noch wirklich schöne mit dabei. Das kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber der mit der Nase und den Augen vom Clan Bettaste gegen die Base hier. Ja, die Base hat länger gehalten hier, die 19. Deswegen musste da dann schon am Ende irgendwo ein Rathaus 11 dran. Aber ihr seht das hier, 24er King, 27er Queen, 20er Warden. Das ist also auch ein Rathaus 11, der gerade King und Queen noch nicht so hoch hat. Aber Warden Max Level ist natürlich für die Ability super. Kommt hier mit. Ja, ich werde mal wieder ein bisschen näher reingehen für euch. Kommt hier aber jetzt schön, super Funnel mit den ganzen Bowlern hier. Geht das hier auf die Single Infernos, also ganz, ganz viele hatten hier natürlich ihre Bases jetzt auf Single umgestellt. Meine Base steht jetzt auch auf Single, hat auch gehalten, also zwei Sterne habe ich kassiert, aber die waren so etwas über 50%, also ich denke mal, ich kann die Base erstmal noch wieder behalten. So ein bisschen weiter ist ja auch ausgebaut, wenn auch nicht wirklich super viel. Aber ich denke mal, das ist eine coole Sache hier gewesen. Und hier gehen wir ja jetzt auch schon, hier sind wir jetzt schon auf die 19. Das heißt also, wir haben uns dann hier letztendlich durch die ganzen Zehner hier durchgequält und haben hier aber wirklich einen nach den anderen gedreiert. Und
Das war letztendlich auch das hohe Ergebnis. Also die 144 Sterne kamen ja nicht von irgendwoher, sondern das war hier wirklich ein super Zusammenspiel. Klasse Teamleistung hier. Und das waren natürlich auch richtig, richtig viele EP hier für den Clan. Da wir in der Zeit des der Doppel-EP-Phase immer noch sind, sehen wir hier aber 9 auf 16, also auch hier ein Rathaus 11 auf 10. Denn ich glaube, erst ab Rathaus 10 beim Gegner gingen die 11er Bases los, beziehungsweise gingen die Bases auch los, die auch dann letztendlich einen Adler hatten. Das kommt noch dazu. Also auch hier sind allerdings im Clan auch einige Engineered Bases drin. Kann man so sehen, aber es sind natürlich jetzt keine Engineered Bases in dem Sinne, dass sie nur ein Rathaus und eine Kanone haben, sondern das sind schon dann Engineered Bases. Denen fehlt halt einfach nur mal ein Adler oder nur ein Inferno oder was auch immer. Und dementsprechend ist man aber trotzdem im Ranking relativ weit unten mit einigen Bases. Und wie kommt ihr hier eigentlich rein? Ah, mit Hog Rider, richtig. Hog Rider habe ich hier öfter gesehen in dem CK, denn ja, ist eigentlich ja auch wieder eine Truppe, die richtig rockt hier mit Infernos, mit Heilzauber und macht natürlich Spaß, den Schweinen hier zuzuschauen, wie sie hier eine Defense nach der nächsten erledigen. Und ja, jetzt werden es zwar immer weniger, aber er hat jetzt noch reichlich fürs Cleanup hier und die sorgen hier jetzt auch schon dafür, dass ein Lager nach dem nächsten gemacht wird. Also schöner Angriff hier von Manuel auf den Titan Ashkan vom Clan, vom Big Clan, also auch Clan Level 14. Ja, manchmal haben wir uns gefragt, ihr habt das ja im Stream auch schon gesehen, wie können die eigentlich Clan Level 14 geworden sein? Aber die hatten sicherlich dann nicht immer so starke Gegner, wie wir es letztendlich hier waren. So, ich taste mich mal noch ein bisschen höher. Wir sehen hier den Freggy. Freggy auf Lord Ali. Also auch nach wie vor 11 gegen 10. Und wir sind jetzt schon bei 13 angelangt. Also irgendwann kommen gleich natürlich 11 auf 11. Und da wurde es dann auch nochmal interessant. Obwohl letztendlich der Clankrieg hier ja so ein bisschen nicht ganz oben gewonnen wurde. Sondern man muss schon sagen, in der Midrange hier, also bei den starken RH9ern und bei den RH10ern hier, da wurde der Clankrieg hier, denke ich mal, das ist so meine Sichtweise, gewonnen. Und denn da wurden richtig, richtig, richtig viele Sterne geholt. Und oben dann letztendlich wurden natürlich auch Sterne geholt. Aber ich denke mal, die Masse der Sterne war so ein bisschen hier so in der Midrange von Rathaus 10, Rathaus 9 vor allen Dingen. Also Rathaus 9 hat hier richtig gut abgeliefert. Und alle sind hier aber nach wie vor auch fleißig am Üben jetzt für den nächsten Clankrieg, der von der Auslosung her nicht so ein ganz glückliches Händchen hatte wie diese Auslosung hier, die wir noch immer etwas näher rein für euch, wie die Auslosung hier im Livestream. Der hat mir übrigens außerordentlich gut gefallen, muss ich sagen, denn er war ja eigentlich ganz locker. Der eine oder andere hat mal gefragt, ob ich so ein bisschen gelangweilt wirke. Nein, ich war nicht gelangweilt, aber ich war ganz relaxed, muss ich sagen. Das lag sicherlich auch daran, dass ich ja wirklich nur hier in diesem Clan etwas gezeigt habe und jetzt nicht wie sonst auf meine anderen Accounts gesprungen bin, auf die Tablets und habe also nicht gewechselt und bin auch, glaube ich, gar nicht so stark auf die Zuschauer eingegangen, denn wir haben hier ja doch schon wirklich in den 3 Stunden, das waren ja etwas mehr als 3 Stunden, glaube ich, oder nee, es war so relativ nah an 3 Stunden, haben wir schon so viele Kämpfe gesehen. Also teilweise habe ich selbst in mein eigenes Dorf habe ich nur geboostet, um Truppen zu spenden, denn ich bin selber überhaupt nicht zum Angreifen gekommen. Hab natürlich dann später nach dem Stream auch meinen ersten Angriff gemacht, beziehungsweise dann auch erst am nächsten Morgen, also dann am Silvestermorgen. Und ich konnte mich, glaube ich, ganz gut einbringen. Ein unglücklicher 2-Sterner, ich glaube mit 90% auf ein Rathaus 10er, war sicherlich nicht ganz so dolle. Aber der zweite, glaube ich, war nochmal für mich zumindest das kleine i-Tüpfelchen auf meine Angriffe hier. Und ich habe hier auch nicht so viel geübt, habe ich dann aber auch gemacht. Das heißt also auch die ein oder andere Elverbase habe ich mir dann erstmal ein bisschen zum Warmspielen hier geschnappt. Und aber schön hier von Freggy auf Lord Ali mit 3 Sterne auf die 13. Jetzt kommen wir schon mal in den 10er Bereich rein hier. Da haben wir hier den Emanuel auf die Nummer 10.
5 auf 10, also auch hier sind wir natürlich jetzt im Rathaus 11er Bereich und hier sind wir jetzt schon in dem Bereich, wo wir zwar ein Rathaus haben, aber wir haben noch keine, wir haben noch keinen Adler und die kommen noch etwas später, also ich weiß es gar nicht mehr so genau, das war ja so ziemlich mein Gegenüber hier, ich war ja auch sehr hoch gerankt, obwohl unter mir viel stärkere Spieler sind. Das sind natürlich dann die Engineered-Spieler. Da ich ja auch einen Adler habe, bin ich relativ hoch im Ranking und auch mit meinen noch nicht so erwachsenen Helden, hätte ich mal fast gesagt, also mit meinem 40er King, 42er Queen und ich glaube 12er Warden, bin ich ja längst nicht so gut wie so ein Emmanuel hier und habe auch die Truppen noch nicht so weit, aber Heiler läuft ja noch 10 Tage, glaube ich, und dann geht das hier bei mir, denke ich mal, auch ganz chillig weiter. So chillig, wie das eigentlich im Stream auch war. Ich hoffe, die dabei waren, euch hat der Stream gefallen und wir können das wiederholen, gar keine Frage. Ob das jetzt in dem Clan ist oder in einem anderen Clan oder aber ich denke mal im nächsten Stream werde ich dann auch wieder auf meine Rathäuser ein bisschen wechseln. Lass mal noch ein bisschen was von vielen sehen und nicht nur aus einem Clan. Hier war es ja diesmal wirklich, es war eine Einladung, der bin ich gefolgt und dementsprechend hoffe ich, habe ich mich ganz gut verhalten. Also ich habe nicht gewechselt, ich habe den Chat so gut wie gar nicht gezeigt. Wir haben die ein oder andere Dev mal gesehen, die ich zeigen durfte. Und irgendwann wusste ich aber auch, wie der Hase tickt. Und wusste dann auch, ah Thorsten, das kannst du nicht zeigen, die Dev können wir jetzt nicht zeigen. Oder die Bases. Und dann habe ich hier aber doch noch einiges an Defenses zeigen können. Was dann aber auch abgesprochen war, ich war ja mit einigen aus dem Clan hier, wir waren auch ganz schön viele, muss ich sagen, im Discord. Ich bin ab und zu auch mal rausgegangen, dass die Meute sich selber hier taktisch so ein bisschen weiter besprechen konnte, denn immer so mit mir und meinen Fragen dann und ab und zu sage ich dann ja auch was zu den Zuschauern. Das brachte zwar niemanden durcheinander, weil die meisten kennen natürlich so, ich sag mal, YouTube-Streamer, die natürlich auch ab und zu mal was zu den Chats sagen. Und dementsprechend war das aber ganz chillig. Ich bin immer mal wieder mit in den Discord reingekommen, um da einfach ein bisschen Stimmung aufzuschnappen. Und die Truppe hier ist aber sehr, sehr konstant und vor allen Dingen auch sehr diszipliniert. Was die Kriegsclan-Planung angeht, wer macht eigentlich welche Base und auch teilweise sogar so ein bisschen mit Truppenvorgaben, finde ich auch nicht schlecht, denn viele Augen sehen mehr und wenn 3-4 Leute sagen, du, die Base hier, die kannst du super mit meiner machen, dann gab es eine ganz klare Ansage, XY bitte die Base hier mit meiner machen. Und hier sind wir jetzt schon im 2-sternigen Bereich auch, aber auch im Bereich der Bases, die schon ein bisschen knackiger sind. Hier ist meine Gastgeberin, die Dari, mit ihrem Account Beast und entscheidet sich hier erstmal, ja, ich habe das auch noch nie so gesehen, entscheidet sich hier erstmal volle Pulle mit Wut, erstmal ein Stück Funnel hier links und ein Stück Funnel rechts. Und jetzt letztendlich ist der Funnel ja schon da, denn er ist schon reichlich weggeräumt und kommt jetzt mit dem Rest der Meute hier aber sowas von gut in die Base rein. Und dann geht es hier auch schnurstracks Richtung Rathaus. Ihr seht das hier, ihr springt wirklich alles jetzt gleich in die Mitte. Also ziemlich alles. Ein bisschen eiert natürlich auch außen rum, das macht aber nichts. So ein bisschen Cleanup außen ist natürlich auch super. Aber hier die Mitte jetzt zu entkehren, war dann schon, ja, war glaube ich ganz locker. Warden immer noch nicht gezündet, kommt auch noch dazu. Jetzt erst gezündet der Warden und in so einer heißen Phase hier, wo eigentlich, ich hatte das die Tage ja schon mal gesagt, wo man meint, so die Truppen haben irgendwie plötzlich irgendwie einen Stein am Fußgelenk oder so und schleppen den mit sich rum, denn es wird immer zäher. Ich meine, es werden ja auch immer weniger Truppen, die jetzt die Defenses machen können und dementsprechend, wenn du natürlich 10 Bowler hast, die jetzt hier auf den Magierturm knallen, dann werfen die einmal ihren Stein und dann ist der Magierturm weg und ihr seht das hier unten jetzt mal, jetzt brauchen die für so einen 15er Bogenschützenturm, brauchen die ja schon ein bisschen länger und deswegen wirkt das auch alles ein bisschen zäh und ein bisschen, so wie Kaugummi zieht sich das jetzt in so ein Angriff hier, aber ihr seht das hier auch noch mit richtig viel Prozent, das kommt noch dazu. Also gelungener Angriff hier, denke ich mal, vom Beast auf die Nummer 2, beziehungsweise auf die Nummer 7. Entschuldigt bitte, auf die Nummer 7. Er heißt nur 2 arabisch irgendetwas. Und
schön gemacht hier. Ich denke, oh hier. Ah, der Lakai. Der macht noch eben die Clanburg. Das ist nochmal ein Prozent oder sind 2%? Was meint er? Ich glaube, es sind 2%, die Clanburg gibt. Wollen wir mal schauen. 1%. Okay, 1% die Clanburg. Und jetzt ist auch, aber auch der letzte Lakai hier Geschichte. Also super gemacht hier. Toller Angriff vom Beast auf die Nummer 7. So, dann muss man gerade gucken. Der Repoman hier. Der Repoman, oh, den habe ich den ganzen Tag Drachen gespendet. Ich hatte schon immer, irgendwann weißt du ja auch, wie deine Leute so ticken, mit was sie farmen. Und da hast du natürlich immer dein, so ein bisschen die passenden Truppen parat. Und der Repoman hat hier, ja, das finde ich auch witzig, den ganzen Tag mit Drachen gefarmt. CK machen wir mit Bola. Liegt natürlich, eigentlich ist, liegt natürlich leicht, ah, jetzt alle Mauerbrecher sind da, ah, doch, ein paar sind durchgekommen, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Die sind da gerade eben so ein bisschen unglücklich immer wieder im Minenwerfer Schuss gestorben habt, aber der Sprung hier sitzt natürlich einmalig, der Funnel auch super gut hier auf die, na, die Gegner hatten viele Ringbases hier, also wirklich Bases, die nicht mehr so ganz top aktuell sind und dementsprechend war das hier teilweise zumindest für einen Zwei-Sterner immer, ihr seht ja, wie viel hier noch in, auch jetzt hier in der Mitte am Rathaus ist, ein relativ leichtes Spiel hier reinzukommen, wenn man gut funneln kann, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete, um hier durch so eine Base hier durchzukommen. Boah, okay, das war jetzt ziemlich heftig da unten. Die Riesenbomben mit Sprungfallen, alle Bowler auf einmal dann weg. Und ja, ich denke mal, trotzdem noch mit den Prozenten hier am Ende. Ja, jetzt wird es hier unten für die Bowler ein bisschen viel. Hier oben haben wir immer noch Queen und Warden jetzt noch so ein bisschen so Mini-Clean-Up hier mit den Lakaien noch so den einen oder anderen Prozent mit wegmachen, ist natürlich auch eine super Sache, wenn man die dann noch über hat. Da hinten, ja, das sieht auch witzig aus, ne? Das sieht witzig aus, wenn die Heiler hier geschnibbelt werden von den Luftfallen. Ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Und ja, keine Sorge hier. Der Bogi wird natürlich jetzt nicht angegriffen von den Luftfallen. Also nochmal 1% mehr hier von dem Bohrer, aber dann war es das auch mit der Zeit. Und ja, da denke ich mal trotzdem gut gemacht hier. Auf die Nummer 5 hier und wir gehen noch ein kleines Stück höher. Jetzt muss ich mal eben schauen. Jawohl, 3 Angriffe habe ich noch für euch. Einmal hier den Jens. Oh, das ist schon jetzt. Bewegen wir uns natürlich schon sowieso in den Bereichen, wo es richtig knackig wurde, muss man mal so sagen. Und der Jens hier mit 47er Queen, 45er King und 20er Warden. Ach, ich bin ja mal gespannt, wann meine Meute soweit ist. Aber ich sehe hier auch gerade die pinken Lager. Die sind bei mir ja bald fertig. Also in 2 Tagen habe ich 760 Truppen. Nein, 260 Truppen. Und mal sehen, ob das so, ob man das so ein bisschen merkt. Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Rathaus 11 habt. Merkt man diese 20 Truppen wirklich enorm? Oder sind das jetzt einfach nur 20 Truppen, die dem Elver sowieso gefehlt haben? Was ich jetzt nicht wirklich glaube, weil der Elver kam ja auch vorher genau in der gleichen Konstellation mit 240 Truppen aus. Hat jetzt nochmal 20 Truppen mehr. Und es ist dann nichts an Defense reingekommen. Außer, dass eigentlich noch eine Defense schwächer geworden ist, nämlich der Inferno-Turm, weil du einen Heilzauber werfen kannst. Und hatten hier ja auch einige mit, auch der Jens hatte hier, seht ihr unten, einen 7er Heilzauber mit dabei. Ja, ist eigentlich echt eine perfekte Sache, hier seine Truppen nochmal durchzuhalten, wenn sie voll im Inferno-Beschuss sind. Und um die notwendigen Prozente hier noch reinzufahren. Aber auch hier wird so ein bisschen hier hinten schon Cleanup gemacht mit dem Lakaien. Also auch, man denkt hier schon tief über die Truppen nach, finde ich auch sehr, sehr gut. Und Pekka hier. Ja, Pekka habe ich ja auch zumindest bei meinem ersten Angriff im Gepäck gehabt. Im zweiten Angriff habe ich den Pekka weggelassen. Und war sicherlich auch die richtige Entscheidung, glaube ich. Ich nehme ihn zwar ganz, ganz gerne mit, aber das Beste ist eigentlich, wenn er sich so ein bisschen so zwischen Hexen noch tummelt. Also hier haben wir gerade gesehen, ist er natürlich super mit King durchgelaufen. Das ist auch nicht schlecht, diese Kombi hier, dass der King quasi mit dem Packer gut durch die Bases geht, denn der Packer macht dafür, hier ist er immer noch, oder hier ist noch einer, ich weiß gar nicht. Ah ne, das ist einer aus der Clanburg. Ah, das ist Max Becker. Und der haut hier nochmal richtig die Prozente durch. Also wirklich starkes Teil hier. Irgendwann war es dann natürlich, da kommt noch eine Bombe. Ist natürlich immer noch in der Aura. Das heißt also, ja, ist noch ein bisschen mehr Heal Points. Aber jetzt ist auch um den Packer hier geschehen. Aber ihr seht das, 89% und noch eine Bombe. Die ist nicht mehr hochgegangen, okay. Und dann sind wir schon bei der Nummer 2. Die hat der Thorsten gemacht.
Jo, die hat der Thorsten gemacht. Eieieiei. Es war nämlich nichts mehr da. Ich war noch draußen, war noch so ein bisschen am Vorbereiten und habe dann gesagt, wenn ich gleich hochkomme, dann mache ich die 9 oder die 12. Ja, da waren die leider schon weg. Und so musste ich hier auf diese starke Base mit meinen, ich kann sie ja nicht mehr verminderten Truppen nennen, aber ich bin von hier oben, glaube ich, gut reingekommen mit Queen und Warden direkt in Wut geworfen, weil mir natürlich sofort die gegnerische Queen gleich nach dem ersten Lager zu Leibe rückt. Und die wollte ich natürlich jetzt erstmal weghaben. Ich hatte mir den Angriff vorher schon angeschaut, was aus der Clanbow kommt und wie die Clanbow kommt. Also auch die ist mir dann natürlich entgegengekommen. Aber ich wollte vor allen Dingen extrem lange hier mit meinem Queenwalk mal auf die Reise gehen, denn ich habe immer noch nicht so mal richtig ausgereizt, so wie lange kannst du es eigentlich auf die Spitze treiben hier mit deinem Warden, und habe jetzt den Warden gezündet, Queen gezündet, damit ich zumindest auch alle Hexen hier noch irgendwo erwische, im Gift oder auch anders, und bin dann hier unten über die Spitze weiter reingekommen. Den Typ Base kennt ihr, glaube ich, so eine ähnliche hatte ich ja als RH10, so lange bis sie gedreiert wurde. Und aber ich denke, hier oben ist alles weggefunnelt. Und jetzt ging es eigentlich nur noch darum, dass wir irgendwie zum Rathaus kommen. Genau wusste ich es auch nicht. Aber Sprung hier gesetzt. Ja, mir läuft ein bisschen zu viel außen rum hier. Da muss ich, glaube ich, meine Truppen noch mal ein bisschen anders setzen. Und dann hatte ich ein bisschen Glück, muss ich sagen, dass die Riesen gleich noch mal eine Kehrtwendung machen, nämlich jetzt. Und hier auf die Infernos gehen. Das war natürlich super. Also nochmal jetzt ein Wutzauber voll auf die Riesen hier geworfen. Ja, die beiden Bowler erwischt es da leider in der Doppelbombe. Und dann guck mal, was hier von hinten kommt. Von hinten kommen noch, ich habe noch zwei Magier gehabt und habe gedacht, so, das muss jetzt noch sein. Denn die Riesen tanken sauber durch hier. Und die beiden Magier in der Mitte kriegen erstmal keinen Beschuss von gar nichts. Jetzt sind sie natürlich weg. Aber das waren ja die 54%. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, dass ich auf so eine Base, die ist ja eher unüblich für mich, dass ich sie mache, zwei Sterne geholt habe. Also ich war echt gut zufrieden. Und das zum Jahresausklang vor allen Dingen, habe ich gedacht, meine Herren, das ist wirklich der letzte Angriff von mir in dem Jahr in einem Clankrieg. Nochmal so toll gelingt hier, hätte ich an der Stelle nicht gedacht. Und irgendwann ist natürlich mit der Zeit gewesen, Adler habe ich nicht mehr gepackt, aber ja, war der zweite Stern hier. Na, immerhin den zweiten Stern hier noch rausgeholt, und den Abschluss bildet heute der Giga. Na, ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Der war mal da, dann war er wieder raus und dann hat er wieder geübt. Und irgendwann hat der Giga gesagt, so, ich mache jetzt die Eins. Ja, und da habe ich auch gedacht, naja, manche sind dann an Coolness auch nicht mehr zu übertreffen. Ich mache mal eben die Eins. Ja, so nach dem Motto, mal gucken, ob es nicht doch irgendwie drei werden. Aber ihr habt es ja eben schon gesehen, es sind hier drei Sterne geworden. Also eins auf, oder zwei auf eins, drei Sterne. Das ist schon eine starke Leistung. Aber ihr seht das hier, der Giga hat auch ordentlich ins Portemonnaie gegriffen. Denn 50er Heldenpärchen kannst du nach der kurzen Update-Phase natürlich nicht haben, ohne dass du entweder die Bücher gekauft hast oder selbst ein Buch natürlich hattest oder deine Helden halt immer nach ein, zwei Tagen gemst. Dann funktioniert das. Dann kosten sie halt nicht mehr 1000, sondern sie kosten dann noch so um die, ich weiß es gar nicht, so um die 800 rum oder so. Noch, sicherlich noch ein bisschen teurer. Und aber wie die Masse an Truppen hier krass durchgegangen ist und die Heiler vor allen Dingen immer noch am Leben, lag natürlich auch daran, dass die Luftabwehren sehr, sehr tief standen hier aus der Richtung, aus seiner Blickrichtung, wie er reingekommen sind. Ja, und solange wie die keinen Beschuss kriegen, heilen die natürlich hier, was das Zeug hält, und mit fünf Heiler. Und ihr seht das hier unten, er hatte auch gar nicht, ich sag mal, viele Truppen dabei. Also wirklich nur hier ein Kobold, der hat sicherlich hier irgendwo so ein Lager als Clean-up gemacht oder so. Und Rest Heiler, Hexen, Bowler plus Helden, Ende. Zauber dabei. Und so waren das hier echt starke drei Sterne vom Giga auf die Nummer 1 hier, auf den Neo vom Big Clan. Und die Angriffe vom anderen Clan waren gar nicht mal so schlecht teilweise. Teilweise haben sie gut angegriffen, aber ich denke mal, so eine Konstante hier, wie hier an den Tag gelegt wurden in den 50er, konnte der gegnerische Clan nicht aufweisen. Unten war es vielleicht ein bisschen unfair, da hatten die wirklich schwache Bases. Und bei uns war im unteren Bereich, glaube ich, sogar das Rathaus 8 sehr, sehr stark, was die Base angeht. Und von daher denke ich mal, ist das hier auf jeden Fall hoffentlich für euch eine gelungene Startfolge ins Jahr.
sodass wir hier mit den Clan-Kriegen gleich wieder super reinkommen. Also 144, 116, eine deutliche Sprache und auch was die Dreier angeht. Wir können noch mal gerade in die Statistik reingehen. Also 95 Angriffe vor allen Dingen geused. Es fehlten nur 5 Angriffe. Ein bisschen wurde natürlich oben auch gelockt von den unteren, aber 44 Dreisterner gegen 18 Dreisterner auf der anderen Seite. Das ist schon richtig krass. Und aus Heroic Attack von Thorsten. Okay, ausnahmsweise mal sehe ich jetzt das erste Mal. Habe ich mir vorher gar nicht angeguckt, aber tolles Ding hier. Und es geht hier munter weiter mit den Clankriegen. Ich muss jetzt noch ein bisschen üben, ein bisschen farmen. Und würde mich aber jetzt trotzdem schon mal verabschieden aus dieser Folge hier von diesem Clankrieg. Das heißt, wir haben jetzt den Stream gesehen. Wie gesagt, ich habe ihn euch jetzt öfter mal oben verlinkt. Und wir haben hier das Review. Es geht hier ganz munter weiter mit mir. Denn ich werde erstmal ein bisschen hierbleiben. Ich werde noch so ein, zwei 80Ks mitspielen. Und dann sehen wir uns sicherlich in dieser Woche, wenn es wieder heißt, der Toto Clash.